Und heute befassen wir uns mit dem Thema Standofen oder Wandofen. Was ist hier das Richtige für mich und worauf muss ich achten? Das möchte ich Ihnen anhand von zwei EOS-Produkten jetzt kurz erläutern. Wir haben hier einmal den EOS Biotech, relativ ähnlich zum EOS Thermotech übrigens, nur dass wir hier quasi einen Bioofen haben. Bei dem Biotech ist es so, dass wir hier einen Wandofen haben. Das bedeutet, lassen Sie sich jetzt nicht beirren, weil der auf dem Boden steht. Natürlich muss dieser Ofen an die Wand gehängt werden. Das bedeutet, er hängt dann auch etwas höher. Er hängt vielleicht so in dieser Höhe. Die richtigen Maße gibt Ihr Hersteller vor. Es gibt tolle Wandöfen von EOS, von Harvey und vielen anderen Herstellern. Aber ich möchte es Ihnen einfach jetzt mal, damit Sie es mal sehen, anhand dieses Ofens erklären. Gut, er hängt an der Wand, das bedeutet, Sie brauchen immer glatte Fläche. Sie können den jetzt nicht unbedingt ins Eck rein platzieren. Schön, das können wir vielleicht beim Standofen eher, sondern er hängt immer an der Wand. Dafür haben wir in der Regel beim Wandofen eine geringere Einbautiefe. Das heißt, wenn wir kleine Saunen haben, dann nehmen sie sich durch den Ofen nicht viel Platz. Diese kleine Einbautiefe hat allerdings natürlich auch zur Folge, dass wir hier eher auf geringere KW-Zahlen gehen können. Das heißt, dann, wenn wir auf große KW-Zahlen gehen, 12, 15, 18 Kilowatt, welche KW-Zahl die richtige ist, hängt sehr stark von Ihrer Saunagröße ab. Aber nicht nur von der Größe, sondern natürlich auch von der Isolierung. Wo steht denn die Sauna? Wie viel Glas ist verbaut? Also welche KW-Zahl wirklich für Sie das Richtige ist, hat viele, viele verschiedene Faktoren. Und hier haben wir natürlich eher so den Bereich bis 9 kW zur Verfügung. Das heißt, ich kann jetzt nicht unbedingt bei jeder Sauna vielleicht den Wandofen machen. Es gibt auch noch andere Varianten, Unterbankofen und Hinterbankofen. Spielt jetzt bei uns nicht so die große Rolle. Allerdings beraten wir Sie natürlich hier auch sehr gerne, wenn es darum geht, dass Sie einen Unterbankofen oder Hinterbankofen möchten. Hier ist es so, dass Sie den Ofen nicht richtig sichtbar haben. Gut, also hier klassischer Vorteil, Sie haben natürlich in der Regel eine geringere Einbautiefe, allerdings sind Sie natürlich auch optisch etwas eingeschränkt, von den KW-Zahlen sind Sie natürlich etwas eingeschränkt. Ein wesentlicher Punkt ist natürlich, Sie können den nicht freistellen, Sie können den jetzt schön ins Eck stellen. Wenn wir uns jetzt hier den EOS Cubo anschauen oder den Harvey Virta, ist beides jeweils ein Standofen. Dann ist es hier so, Sie können den natürlich auch wunderschön ins Eck stellen, vielleicht auch etwas, nicht unbedingt plan ins Eck rein, sondern natürlich auch etwas gedreht. Sie können den wunderschön platzieren. Hier haben Sie viele, viele verschiedene Varianten bei den Öfen, wie sie ausschauen. Das heißt, Sie haben hier natürlich vom Stil her verschiedene Varianten. Es gibt hier Öfen, die auch mit Stein hier ummantelt sind, oder wenn Sie jetzt designtechnisch mal was Besonderes möchten, dann schauen Sie sich die EOS S-Line-Öfen an, S-Line. Da haben wir wirklich ganz, ganz tolle Designöfen. Standofen ist natürlich etwas größer, etwas wuchtiger im Regelfall. Das heißt, es ist natürlich mehr fürs Auge da, weil Sie haben in der Regel natürlich hier einen größeren Ofen. Sie haben natürlich auch mehr KW in der Regel zur Verfügung. Das heißt, wir haben hier auch 12, 15, 18 KW zur Verfügung. Aber auch die kleinen KW-Zahlen wie 7,5 oder 9 KW. Wir haben hier wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum. Aber für mich der große Vorteil natürlich beim Standofen, er kann wirklich freistehen. Natürlich nur dann, wenn es die Saunakabine auch hergibt. Das heißt, die Saunakabine braucht natürlich eine gewisse Größe, damit Sie so einen Standofen auch schön platzieren können. Das ist natürlich klar. Das ist so der große Unterschied zwischen einem Wandofen und Standofen. Ich persönlich würde eher vielleicht zu einem Standofen tendieren, aber das hängt natürlich von jedem persönlich ab. Wenn es darum geht, dass Sie sich das mal hier vor Ort anschauen möchten, dann kommen Sie nach Otto Beuren. Da beraten wir Sie individuell, was für Sie der richtige Ofen ist. Und gehen Sie mal auf die Herstellerseiten Harvia mit V geschrieben oder EOS. Da finden Sie viele, viele tolle Öfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.